Das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen mit ihren je eigenen Charakteristika ist mir sehr wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass Literatur hier als Mittler gefragt ist. Mit dem Verlegen von Büchern aus dem Maghreb hoffe ich, einen kleinen Beitrag zum besseren Verständnis des anderen beizutragen. Mein Name ist Sonata Kinzelbach. Dass Literatur sehr viel in den Köpfen bewegen kann und bewegt, sowohl also von außen, als auch, dass es Sachen in einem selbst bewegt und Visionen und Bilder kreiert. Und von daher denke ich, ist Literatur aus anderen Ländern für uns sehr bereichernd. Ja, ich habe es vor 22 Jahren angefangen, dieses Verlagshaus, und eigentlich sehr blauäugig und hatte auch nicht wirklich an einen Erfolg geglaubt und dachte, ich mache mal ein paar Bücher und schaue mal, wie das ist. Deswegen hatte ich auch eigentlich nie einen richtigen Verlagsnamen, weil ich dachte, das erübrigt sich irgendwie. Angefangen hat es wie oft im Leben mehr zufällig. Ich bin da reingestolpert. Ich habe eine Kurzgeschichte gelesen von Rashid Boujedra. Die hat mich sehr fasziniert. Ich wollte weiterlesen. Das war sehr manieriert geschrieben. Also es hatte einen Stil, der erinnert etwas an Proust. Es wurde immer erzählt von Farben, die sich dann aber änderten, wenn das Licht anders einfiel. Und es waren ganz lange Teleskopsätze, immer wieder Einschübe und Erweiterungen. Also das hat mich schon sehr fasziniert, dieser Stil, den also man ganz selten findet. Das hat mich wirklich fasziniert. Dann wollte ich unbedingt mehr lesen und ja, schließlich wollte ich auch unbedingt diesen Autor verlegen, und das ist mir dann auch geglückt. Mit mittlerweile 16 Titeln ist er bei mir sehr gut platziert. Nachdem ich mich einmal auf den Maghreb eingelassen hatte, dachte ich, es ist viel sinnvoller, mich zu spezialisieren. Ich weiß, was ich tue, ich habe den Überblick über den Maghreb und verliere mich nicht in 1000 Regionen, und auch der Leser weiß, was er bei mir findet. Das ist auch ein Vorteil. Dann habe ich den Maghreb natürlich bereist. Und ja, fand vor Ort natürlich auch ganz imposante Eindrücke. Also auch das Licht, ich meine, das ist ja, das kennen wir ja von allen Malern, die wegen des Lichtes dorthin sind. Man kann das tausendmal lesen, man kann das tausendmal im Fernsehen sehen. Wenn man selbst dort ist, ist es natürlich was ganz anderes.
Natürlich wird in der Literatur des Maghreb sehr oft thematisiert, alles, was früher traumatisiert hat, also die Kolonialzeit, die Unterdrückung. Und ich bin auch sehr bemüht, deswegen moderne Autoren, neuzeitliche Autoren immer mehr aufzutun und natürlich ins Programm aufzunehmen. Denn die lassen dann auch mal diese Vergangenheit ein bisschen raus und kommen in die Neuzeit und schildern die Probleme, die die Leute vor Ort jetzt eben haben. Und das ist natürlich auf die Dauer für uns auch spannend. Wir wollen ja wissen, was passiert jetzt da? Was sind jetzt die Probleme vor Ort? Mein Verhältnis zu meinen Autoren ist ein sehr gutes. Da ich ein kleines Haus habe, habe ich natürlich auch nicht so viele Autoren. Das kann man alles noch im Griff behalten. Man kennt jeden, man hat Kontakt, man telefoniert oder man schreibt E-Mails. Das ist ein sehr schöner Austausch. Ich weiß auch immer, an welchem Projekt gerade gearbeitet wird. Jeder schreibt mir, ich schreibe gerade an dem Roman und der handelt da und davon, so ganz kurz, dass man mal eine Idee hat. Da kann ich mich schon darauf einstellen und sagen, ah ja, das passt, perfekt, das will ich haben. Und von daher ist es ein sehr lebendiger Austausch und auch sehr fruchtbar. Und es ist ein sehr schönes Verhältnis, weil also ich trage meine Autoren zwar auf Händen, aber meine Autoren mich auch. Ein Phänomen, was man im Maghreb sehr oft hat, dass die Autoren ein Buch schreiben, was grandios ist, was auch seinen Weg macht, was beim Publikum ankommt, und beim nächsten Buch sagt man, was ist das denn? Oder es kommt gar kein nächstes Buch. Und das ist ganz einfach, wenn der erste Roman die Autobiografie ist und man hat nur ein Leben, dann ist man fertig erzählt. Und das gibt es im Maghreb also sehr, sehr oft, dass Autoren wirklich mit einem Buch ganz toll durchstarten und das war's aber dann. Wahrscheinlich gibt es schon Fälle, wo man sagen muss, das kann wirklich eine Frau oder ein Mann jetzt besser schreiben als der jeweils andere. Aber ich denke generell, also für mich zählt die Literatur und die Qualität. Und ich will nicht dieses Schubladendenken Frauenliteratur. Also was ist das denn? Also ich finde es einen ganz schlimmen Terminus. Ich verwende ihn eigentlich auch immer, wenn ich ihn je verwende, mit Widerwillen. Vielleicht auch aus Not oder auch, weil es so tradiert worden ist. Aber eigentlich lehne ich den Terminus ab. Das ist schon so, wie wenn Frauen eine spezielle Literatur brauchten, weil sie vielleicht die andere nicht lesen können. Das stimmt gar nicht. Frauen sind die besseren Leser. Das muss mal gesagt werden. Frauen kaufen viel mehr Bücher und Frauen lesen viel mehr. Ja, hallo, ich bin das. Ich wollte nur mal fragen. Also manchmal wollen Autoren unbedingt in einem ganz großen Verlagshaus sein. Und dann machen sie manchmal sehr schnell die Erfahrung, dass das gar nicht so gut ist. Denn da zählen letztendlich die Marktkriterien. Und wenn sie sich nicht dementsprechend gut verkaufen, sind sie mit ihrem nächsten Buch auch weg. Bei mir ist das anders. Auch ich muss Geld verdienen, das ist keine Frage. Aber ich verzeihe das einem Autor absolut, wenn also ein, zwei oder auch drei Titel nicht gut laufen, sage ich, oh, vielleicht läuft das nächste. Und ich bin da schon etwas langmütiger und gebe einfach eine Chance, wenn es ein gutes Buch ist. Also zunächst einmal sind die Bücher, die ich übersetze, zunächst auch von mir ausgesucht. Ich habe sie intensiv gelesen. Und wenn wir uns entschieden haben, dass ich ein Buch übersetze, dann muss ich mir das Umfeld auch klar machen und muss sehen, wie die Schwierigkeiten des Vokabulars sind und so weiter. Also ich bereite mich auf so eine Übersetzung natürlich auch vor, damit sie gelingt. Ja, sehr interessant. Wir waren die letzten Tage. Natürlich muss man dann noch überlegen, ob eine Zielgruppe dafür da ist, der man das nahebringen kann. Aber die literarische Qualität ist erstmal das Wichtigste. Gerade von den jungen Mädchen, zumal wenn man ihnen gesagt hat. Also natürlich muss man zunächst einmal wirklich sich Kenntnisse verschaffen über diese Länder, über das politische System, das wirtschaftliche System, die kulturellen Traditionen, die Religion und so weiter. Da sind so viele Einflüsse in so einem solchen Text. Wenn man das nicht weiß, übersetzt man daneben auch ein gewisses Vokabular.
muss vorhanden sein, das muss man sich beschaffen oder muss Freunde fragen oder Algerier oder Marokkaner fragen. Das ist auch eine gewisse Schwierigkeit. Dann kommt noch hinzu, dass manche Texte auch aus einer fantastischen Tradition geschrieben sind, die für Europäer schwer nachvollziehbar ist. Und da muss man sich eben einfach in die Geschichte hineinversetzen und das auch zu erfühlen sehen. Nicht nur zu erkennen, sondern auch zu erfühlen, damit man weiß, was der Autor überhaupt will. Und das ist natürlich eine schwierige Arbeit, aber sie macht auch Spaß. Die Bücher werden grundsätzlich von der Originalsprache übersetzt. Das heißt, das kommt darauf an, wie es eben geschrieben ist. Wenn es Arabisch geschrieben ist, kriegt es einen Übersetzer und übersetzt es aus dem Arabischen. Wenn es Französisch geschrieben ist, wird es natürlich aus dem Französischen genommen. Und da natürlich durch die Kolonialzeit lange Zeit alles Gedruckte eigentlich auf Französisch lief, ist das natürlich der Hauptanteil. Aber jetzt die neuen Autoren, die junge Generation, die schreiben sehr viel auf Arabisch, was es natürlich für mich wie für alle anderen Verleger sehr schwierig macht. Wie sollen wir das entscheiden? Da ist dann auch gefragt, also ein Übersetzer, der auch Gespür hat, der mir auch sagt, das Buch kannst du gleich vergessen oder da, komm, wir gucken das mal, wir versuchen es. Aber das macht für uns wirklich die Klippe schwierig. Und deswegen wiederum schreiben dann viele doch auf Französisch, weil die natürlich auch selbst das Problem sehen, dass sie viel schlechter vermarktbar sind, wenn sie nur auf Arabisch schreiben. Ich denke schon, dass der Maghreb eine ganz spezielle Stellung hat, auch eben innerhalb Afrikas. Sie sind nicht schwarz, aber sie sind auch nicht mehr Europa. Sie haben so ein bisschen eine Stellung dazwischen. Also für mich ist ausschlaggebend immer, dass das Buch wirklich mir gefällt. Ich sage einfach, ich stecke so viel Geld und Energie in dieses Buch. Alle überzeugen muss, die Journalisten, ich muss auf der Messe dahinter stehen. Ich bin ja kein großes Haus, wo ich andere Leute hinschicke, die das dann vertreten. Ich bin immer derjenige, der dafür gerade stehen muss. Und ich muss dann auch sagen können mit gutem Gewissen, ja, das ist ein gutes Buch. Das habe ich gerne gemacht und das empfehle ich Ihnen. Lesen Sie das mal, da haben Sie Spaß dran. Das kann ich aber auch nur, wenn mir das Buch selbst gefällt. Wenn ich auch schon denke, naja, dann kann ich das nicht so. Also so ein Schauspieler bin ich da nicht. Wenn das Buch neu auf dem Markt ist, muss ich ganz schnell agieren, denn der Buchmarkt ist ganz schnelllebig und nach 2-3 Monaten interessiert sich keiner mehr dafür. Dann gibt es schon wieder neue Bücher, dann wird alles schon wieder zugeschüttet vom Nächsten. Also man muss schnell agieren, Rezensionsexemplare verschicken, Kontakt zu Journalisten aufnehmen, Events machen, Lesungen und so weiter. Und von daher, also es ist wirklich sehr schnelllebig alles. Und zu der Frage, wie ich alles alleine mache, ja gut, einer muss es machen und ich mache es dann. Es ist wirklich eine One-Woman-Show. Ich vertue auch meine Zeit manchmal mit Sachen, die jeder machen könnte, Buchhaltung oder so. Aber das kleine Verlagshaus gibt einfach nicht genug Geld her, als dass man da noch Angestellte bezahlen könnte. Und letztendlich ist es auch irgendwo schön. Es ist so eine Einheit. Also es gehört alles dazu. Ich packe Päckchen für den Großhandel, ich mache die Buchhaltung, ich mache die PR. Irgendwo ist es schön, es ist alles meins. Hi. Na? Alles gut? Ja, und selber? Schön, dich zu sehen. Ja. My name is Kerstin Knipp. I'm a journalist and I work for several newspapers. And I work also for different radio stations. For some time now I work about Arabic topics, literature, culture, politics. I met Donata, I think, 2 years ago when I started working about Arabic world. When you work about these topics, you get automatically in contact with Donata because with all the books she edited, it's impossible not to get in contact with her. And so I read some of the wonderful books from her edition. And so we discussed, we had many discussions about literature, about the culture of the Maghreb. And so
I'm very happy to have got in contact with her, and so I write regularly about her books, and I'm very happy to do that. When we discuss about the Arabic world here in Germany, for example, or I think also in other Western countries, we talk always between ourselves. We talk with German experts about the Arabic world. There are not so many Arabic experts or even voices which talk about the Arabic world. I try to connect people by words. When I present the concepts they have, or for example, the literature they have, with all these nice and wonderful words, sentences, with the style from the very elegant style, this can really develop some very, very intensive feelings, good feelings to the Arabic world. And so I think language, words are very important in the relationships of the cultures. And so I think, yes, a word can save a world. Früher war das immer so, da kamen die Maghrebiner zu mir auf den Messestand und sagten, das ist ganz toll, was du machst, aber wir lesen es natürlich im Original, das ist ja auch verständlich. Mittlerweile so die zweite, dritte Generation, die haben oft Probleme mit ihrer eigenen Sprache. Also sie können weder Arabisch noch Französisch gut genug, um das im Original zu lesen. Die kommen jetzt zu mir und sagen, toll, dass du das machst, jetzt können wir in den Übersetzungen von einem Verlag unsere Kultur lesen. Denn ich habe zum Beispiel ein Buch über Sprichwörter, Arabisch-Deutsch. Das sind ja Kulturgüter, die, wenn sie nicht aufgeschrieben werden, verloren gehen. Oder eine Märchensammlung. Und da ist mir ganz wichtig, dass das, was normalerweise oral tradiert wird, was sonst verloren ging, eben in Buchform bewahrt wird. Katja Winkler. I'm 23 years old and I study English and book and media sciences in Mainz. And while I heard about Donata from a friend of mine, she recommended Donata as a publisher because I wanted to do something with publishing. So I came about her and I called her and asked her if I could do an internship. I have read two books of Donata and I think they're really great, and the language is really great, and I really like them. And I think her work is really important because she's a mediator between two cultures, between the Maghreb culture and European culture. And so I think it's really important so that German people get to know what Maghrebs or Arabic people think and feel. So for me it's really important. Jetzt warst du ja hier mit auf dem Marokko-Forum. Das war ja für dich auch mal was ganz Neues irgendwie. Was hast du denn hier Sachen mitbekommen? Ja, ich finde, das war eine ganz tolle Erfahrung, das alles mal zu sehen und auch deine Literatur so vertreten zu können für dich. Das fand ich ganz toll. Also zu lernen, zu verkaufen sozusagen und ja, einfach in Kontakt mit ganz vielen Marokkanern zu kommen. Das hatte ich ja so auch noch gar nicht. Wichtig, dass man hört, was die Leute denken und wie ein Buch ankommt. Und zu sehen, die Reaktionen darauf. Ne? Genau, ja. Und es war wirklich interessant, auch die Mentalität der Marokkaner zu sehen. Und ja, dass sie einfach auch ganz locker damit umgehen und auch sehr interessiert sind. Zwar nicht immer was kaufen, weil sie sagen, ja, wir kennen das alle schon, aber ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen... Du hast ja auf der Mini-Pressen-Messe gleich wieder die nächste Chance. Ja. Und da wirst du sehen, es ist ganz anders, einem deutschen Publikum diese Literatur anzutragen, als den Marokkanern, die ja dann vielfach auch diese Passion doch mitkriegen, zumindest sagen. Ja, also dann hoffe ich, dass ich da mit den Studenten auch ein bisschen reden kann. Und ich kenne viele, die da hingehen. Naja, dann kannst du ja mal wieder versuchen, deine Passion darüber zu bringen. Genau. Denn das macht ja auch Spaß, irgendwie zu sehen, ob man da ankommt. Ne? Genau. Und das ist schon schön. Literatur ist von der Sache her also nie ganz ohne Politik denkbar.
es spiegelt immer die Gesellschaft wider und immer die Zustände, die dort herrschen oder Missstände, wenn es denn Missstände sind oder Katastrophen oder Engpässe. Von daher muss Literatur eigentlich immer ein gewisses Quantum an Politik enthalten und eben mehr oder weniger stark ausgeprägt. Aber zum Beispiel jetzt das Buch von Yousef Amin El Alami, Gestrandet, thematisiert diese Flüchtlingsdramatik, die Bootsflüchtlinge, die von Marokko nach Spanien versuchen zu fliehen. Das ist eine ästhetische Umsetzung, die ist grandios geglückt und ist natürlich hochbrisant politisch. Es rekurriert auf eine wirkliche Begebenheit, eine kurze Zeitungsnotiz. 12 Männer und eine Frau kommen bei dem Versuch zu fliehen ums Leben. Und der Autor fand, dass so dieses Leben dieser Menschen nicht enden könnte. Und in dem Roman gibt er den Menschen nochmal die Stimme. Das heißt, für jeden der Gestorbenen ein Kapitel, in dem die Hoffnungen, aber auch die Ängste und all das eines jeden Menschen nochmal gebündelt wird. Also eine ganz ästhetische Umsetzung. Und es ist auch in dem Weltempfänger von der Gesellschaft zur Förderung der Literatur als 6. bestes Buch gewählt worden. Mit Recht, muss ich sagen. Also ich denke, wenn man was liest, das bewegt ja etwas in einem. Es bleiben Bilder und es bleiben nicht nur Bilder, sondern man selbst formt sich Bilder im Kopf. Und das ist ja gerade auch das Spannende. Und man versetzt sich in die Lage des anderen. Man ist in diesem Film drin, auch wenn es ein Buch ist. Also in dieser Szenerie ist man drin. Und das verändert den Menschen schon. Das denke ich schon. Das ist meine Hoffnung. Literatur ist ein ganz wertfreier Zugang eigentlich zu Menschen und vermittelt Sachen, ohne jetzt zu indoktrinieren. Und jeder sucht sich raus, was ihn anspricht. Also ich denke, wenn ich Literaturmittler sein kann, ja, also ich als Leser sage dann, wer dann? Also meine Mission ist einfach zu zeigen, dass es verschiedene Kulturen gibt, die gleichberechtigt nebeneinander stehen sollten und dass man miteinander spricht und dass einfach ein Dialog stattfindet. Und wenn man erstmal mehr über den anderen weiß und sich auf ihn einlässt, dann ist das eigentlich möglich. Dann kann man vieles verstehen. Dann sagt man vielleicht, ich bin nicht so, aber man kann stehen lassen, dass der andere anders ist, weil man sagt, ja, das gibt es auch. Und es ist doch sehr schön, dass wir Menschen facettenreich sind.